Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich musste gerade sehr lachen, nämlich über diese Verpackung, wo man dann direkt schon sieht, ne, das soll wahrscheinlich ein Void sein, ungültig, wenn man sie auspackt, ne, dass man direkt an Pfoten hat, es wurde ausgepackt und dass man es wirklich überall sieht. Denn das ist ein Paket, das sollte eigentlich schon ein bisschen früher da angekommen sein, ist jetzt aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Neue Sony PlayStation VR 2 sollte sich da drin befinden und wir packen es einfach mal zusammen aus. Und ich beiße mir so in den Popo. Auf der CES, ne, konnte ich damit ja auch schon sehr minimal rumexperimentieren. Es sah schon schön aus. Sony bringt das Ding ja für, wie war das, glaube ich, 600 Euro in den Handel. 650 dann, ich glaube, mit New Horizon oder so im Bundle. Und macht natürlich mal wieder VR Richtung Mainstream für die Spiele. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt, ich sag mal, in Ruhe im heimischen Wohnzimmer oder in der Faultierhöhle machen wird. Das Schlimme ist nur, ich bin eigentlich jetzt schon auf dem Weg zum MWC nach Barcelona. Aber es hat sich natürlich schon rumgesprochen. Das heißt, ich werde es jetzt kurz auspacken und jemand anderes wird sich dann mit voller Begeisterung da drauf stürzen können. Und dann komme ich aber zurück und dann, naja, dann weiß ich, ich nenne es ja immer langsam betreutes Spielen. Inzwischen hat man das ganze Zeug, hat die Kohle für ganz viele coole Spiele und was nicht alles. Aber es fehlt an der Zeit. Und da sieht man es auch schon. PlayStation VR 2 steht drauf. So, und eigentlich, ne, unter großer Geheimhaltung hätten Pressesamples da schon deutlich früher irgendwo auftauchen sollen. Ist jetzt aber hier nicht der Fall. Deswegen, ja, also ich meine, die Überraschung ist ja eigentlich aus dem Sack und alles. So, ich freue mich aber trotzdem. Das Schöne ist, es ist hier noch dunkel. Ich muss mir kleine Sorgen machen, dass Sonnenstrahlen auf das Headset treffen. Das ist ja auch immer sowas. Habe ich auch einen Fall im Freundesbekanntenkreis miterlebt, wo dann leider Sonne in die Headsets reingekommen ist. Also nicht ins Headset, sondern ins Kopfteil. Und da dann das Display beschädigt hat. So, Cutting Edge Performance mit 4K HDR Visuals. Quick Setup mit einer PlayStation 5. Dazu komme ich jetzt wahrscheinlich nicht. Vor allem, was gibt's denn hier? Sony, ja, das Basisteil. Aber, ne, da habe ich, wurde ich, auf jeden Fall bekam ich schon ein paar Mails mit hier, Digitalcodes für Presse. Spiele, Schrägstrich, um das auszuprobieren. Wir packen es einfach mal aus. Vor allem habe ich ja Sony noch wirklich im Hinterkopf für coole Boxen. Wobei bei der Box denke ich mir gerade auch, wie soll das denn? Vor allem, ich kann dich nicht mal richtig aufklappen. Nach oben weg? Ach, ich hätte wahrscheinlich andersrum. Nee, auch nicht. Faultier, stell dich doch jetzt mal nicht so an. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Wie hat Sony sich denn das gedacht, dass man das hier rausdrücken soll? Anscheinend gar nicht. Nee, da mache ich ja hier die Verpackung kaputt. Ach, Sony. Wisst ihr, was ich jetzt gerade meine? Dadurch, dass das so eckig gebaut ist, kann man es jetzt gerade halt nicht komfortabel flippen, sondern... Okay, wir lernen dazu. Wahrscheinlich soll man es gar nicht flippen, sondern es ist ein Deckel, der einfach nach oben aufgeht. Ja, hoffentlich sieht das hier keiner. Ich sollte dieses Video nicht ins Internet stellen, aber das ist doch komplett falsch rum gedacht. Ne, wenn ich es doch so vom Deckel aufmache und das Sony-Logo in die Richtung zeigt, dann habe ich doch... Das ist doch, was ist denn das für eine Konstruktion? Naja, anscheinend soll man es doch nicht so als Deckel aufmachen oder dann hebt es sich raus. Naja, öfter mal was Neues. So, wir haben unser Kopfteil mit Kabel. Wir haben unsere beiden Controller. Die seht ihr jetzt leider nicht, weil das Faultier natürlich wieder dachte, ach, so groß wird diese Box doch nicht sein. So, und unter der Haube, da befindet sich nichts mehr. Das ist es also. Also, wir haben die beiden Handdinger. So, Nummer 1, ich sehe schon die Schlaufe vorinstalliert, sehr, sehr, sehr schön. Wobei, ganz ehrlich, bei VR-Ringern ist es nicht wie bei einer Nintendo Wii, wo ich die Schlaufe brauche, um den Controller nicht beim Tennis in den Fernseher zu zimmern, ne? Sondern bei den VR-Dingern habe ich immer eher das Gefühl, an der Position zu bleiben und damit nicht gegen Sofa-Wand oder wenn man sich dann doch bewegt, gegen Fernseher zu knallen. Und gerade bei den Dingern ist es ja, das ist ja eher Schlagringmaterial, aber nach wie vor wieder sehr sexy. Ne? Vorne eine Taste, zwei Joystick-Tasten vorne oder Abzugtasten vorne, oben die beiden Joystick-Controller-Dinger, die Sony-Tasten wieder aufgeteilt, ne? Links, rechts und dann zwei Steuerungstasten an der Seite und ja genau, die PlayStation-Tasten lassen sich auch drücken. So, das war es zumindest so vom ersten Eindruck.
um die Schlaufe. Ja, wie gesagt, Schlaufe ist da, kann man zur Not aber auch abmachen, kann man auch größer, kleiner basteln, wenn man das denn möchte. Aber ich bleibe dabei, dass die Dinger dann doch mal auch beim Bogenschießen oder wo auch immer dann flöten gehen. Bei der Griffkonstruktion eher unwahrscheinlich, gerade weil man ja noch den Kreis drum hat, wo man dann mit der Hand eventuell noch hängen bleibt. So, aber ich will es nicht beschreien, deswegen Sicherheit geht vor, nutzt die Schlaufen. Dann kommen wir zum Meisterwerk, dem neuen Headset. Wir haben unser USB-C-Kabel drin. Auf der anderen Seite sieht es mal wieder fest verbaut aus. Ich will jetzt nicht dann rumzubbeln, aber Sony, warum müsst ihr die wieder fest verbauen? Da könnte man auch eine andere Lösung finden. Naja, gut, wir haben unseren Kreis, na, lass dich mal drehen. Ich habe immer noch den Aufkleber. Wahnsinn. Na, drücken. Ah, beides, drücken und drehen. Drücken und drehen. Und dann justiert es sich. Gedreht kann wieder nur beim gedrückt halten werden. So, und wenn ich dann wieder größer machen will, einfach ziehen. Gut, so, da haben wir das dann. Oh, wobei, guck mal, geht auch so. Wofür, dann brauche ich es wirklich nur Taste drücken zum Weiterjustieren. Doch, guck mal hier, ich erzähle doch keinen Murks. Du musst drücken, um es aufmachen zu können. Richtig. Zu geht auch ohne drücken, aber aufmachen mit drücken. Wusste ich es doch. Da stand ich nämlich auch auf der CS wie der letzte Nasenbär. So, das Ding selber. Ich setze es mir gleich auch nochmal auf. Haben wir sonst was? Also, da vorne das Display und nochmal der Hinweis, ne? Kein Sonnenlicht. Linsen, Display dahinter, Brutzel. Vorne die Sensoren, ja, für die Raumvermessung. Scharfstellen haben wir und noch eine weitere Taste. Unten dann die An- und Aus-Taste und nochmal links eine Taste. Okay, werden wir gleich auch nochmal angucken. Aber als allererstes, was haben wir noch in der Box dabei? 1, 2, 3. Okay, das ist jetzt wieder neutral, schlicht Sony gehalten. Ein USB-A auf USB-C-Kabel. Kopfhörer sind auch dabei, In-Ears mit wieder verschiedenen Aufsätzen. Sehr schön, die Gummipropfen. Garantiekarte, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und als allerletztes noch die Anleitung. Bedienungsanleitung, laden, na, Controller gucken. Gut, da ist jetzt nicht so wirklich viel. So, da kommt dann. Lass uns beginnen. Achso, ich bin in der holländischen Version. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich es an den Augen? So, also, los geht's. Das Headset mit dem USB-Port an der Konsole anschließen. Ja, ihr braucht eine PS5 dafür, bevor jetzt einer fragt. Konsole einschalten, Headset einschalten mit der Taste, die da unten ist. Auf der Front, da ist dann noch eine LED, die man so nicht sieht. Schick, schön wieder unten runter verbaut. Richten Sie die PSVR2 ein. Einmal Zubehör gucken. Headset haben wir, die beiden Joysticks haben wir, Controller für die PS5, Kopfhörer haben wir und das USB-A auf USB-C-Kabel. So, mit dem Controller richte ich dann das Ding an der PlayStation ein. So, habe die Verbindungstasten für die beiden Teile. Ach, deswegen habe ich zwei in meine PlayStation-Taste. Ich habe ja auch zwei verschiedene Seiten. Ja, okay. Ist das auch klar? Dann sind die Controller gekoppelt und dann kann ich loslegen. Die Handschlaufen kann ich noch machen. Ja, nein. Kopfhörer, Bügelöffner ist die Taste in der Mitte. Gut, hätte man auch erstmal die Anleitung lesen sollen, aber wir finden es ja auch so raus. Über die PSVR 2, der Geltungsbereich, wie groß es ist, Tracking-Bereich, ja, ja, ja. Spielweise bewegen Sie sich. Ein Spielbereich von 2x2 Metern ist erforderlich. Ne? Also das wäre dann hier in meinem Fall einmal den Tisch zur Seite schieben. Dann haut das hin. So, dann nochmal die Teile erklärt. Tracking-Kamera und. Ach, und da unten war die Taste, die mich eben irritiert hat. F. Ach, das ist Mikro. Dann ist es D. Funktionstaste, um zum Durchlassassistenten zu wechseln. Sie können das Mikrofon durch eine Neuzuweisung der Taste stumm schalten. Gut, Stereo-Tastenbügel ist auch da. Gut. Ach ja, und der Kopfhöreranschluss war ja auch noch da. Gut, damit haben wir einmal alles durch. Umgang am Gerät. Gut, hat Sony einmal erklärt, auch wie ich es rausmache, befestige. Also hier den Gummiaufsatz und irgendwo an einer Seite war dann doch noch der Kopfhöreranschluss. Genau. Hinten links ist unser Kopfhöreranschluss. Wenn ihr Sonys Ding benutzen wollt, ja, sollte aber dann auch alles andere gehen. Denn wenn ich richtig gucke, ist ein ganz normaler 3,5 mm Klinkenanschluss. So, und mehr gibt es jetzt nicht zu sehen. Das ist alles, was man in der Box für 600 € kriegt.
Gut, normales Sony-Design. Wenn man noch das klassische PS5-Design hat, dann ist es der gleiche Grauton, passt sich da nahtlos an. Bin mal gespannt, wann Sony dafür wechselbare Cover- oder Aufkleber-Dinger rausbringt. Wie wäre es mal mit solchen Aufklebern? Ich habe es jetzt ausgepackt, werde es jetzt wahrscheinlich noch kurz einrichten und dann schon wieder aus der Hand geben müssen oder mal gucken, wie wir es machen. Und wenn ich von dem MWC zurück bin, dann werde ich definitiv spätestens darauf das Wochenende mich in unendliche virtuelle Weiten verrennen und hoffentlich nicht seekrank werden. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.